Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie vielleicht jetzt Ihre Plätze einnehmen würden, das wäre sehr nett. Genau. Alles in Ordnung. Dann ganz herzlichen Dank. Ja, begrüßen Sie mit mir zusammen ganz herzlich Til Schweiger. Lieber Til Schweiger, sehr geehrte Frau Schweiger, sehr geehrter Herr Schweiger, das sind die Eltern von Til Schweiger, denen übrigens der Film des heutigen Abends auch gewidmet ist. Auch Ihnen ein herzlicher Applaus. Verehrte Patricia Böhme von Warner Brothers, die den heutigen Film erfolgreich in die deutschen Kinos gebracht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Förderer und Freunde, liebe Kinobesucher, ich freue mich außerordentlich, Sie hier heute Abend in unserem Kino des Deutschen Filmmuseums begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Was tut sich im deutschen Film? Unserer gemeinsam mit der Fachzeitschrift EPD Film veranstalteten Reihe, in der wir seit immerhin fast 10 Jahren jeden Monat einen aktuellen deutschen Kinofilm präsentieren und mit dem jeweiligen Filmemacher, Künstler ein Werkstattgespräch führen. Heute Abend also Honig im Kopf von Til Schweiger. Ein Film, der überaus erfolgreich seit Dezember, seit 10 Wochen in den Kinos läuft und mit dessen Regisseur, der Chefredakteur von EPD Film, Rudolf Worschelch, er steht da hinten, im Anschluss eben ein Gespräch über die Arbeit von Til Schweiger, über sein Werk sprechen wird. Zur Wiedereröffnung des Museums, und daran erinnere ich mich gerne, im August 2011 hatte Til Schweiger das Wunschfilmprogramm deutscher Regisseure, Schauspieler, Produzenten und Kameraleute hier in diesem Kino eröffnet und einen Film vorgestellt, der ihn stark beeinflusst hat, nachträglich oder nachdrücklich beeinflusst hat und über dessen Einfluss er genau gesprochen hat, nämlich Midnight Run von Martin Prest aus dem Jahre 1988, in dem Robert De Niro und Charles Grodin das ungleiche Paar geben. Ein Kopfgeldjäger und der von ihm Gejagte. Ein Buddy-Movie über den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ein Genre-Mix aus Elementen des harten Actionfilms, des Road-Movies und der klassischen Komödie. Das ungleiche Paar, so habe ich schon damals gedacht, und es bestätigt sich immer mehr, dass sich in der Bedrohung findet oder bewährt die tragikomischen Züge dieser Beziehung, dieser besonderen Beziehung, der Ausbruch der beiden aus der Konventionalität, der Witz, der gegen die Angst und auch gegen die Gefahr gesetzt ist. Das, meine ich, sind Konstanten in den Arbeiten des Drehbuchautors und Regisseurs Til Schweiger von Knocking on Heaven's Door aus dem Jahr 1997 über Barfuß aus dem Jahr 2005 bis eben zum aktuellen Honig im Kopf seiner 10. Regiearbeit. Naja, und nicht zuletzt die Schweigerschen, nennen wir es mal Screwball-Comedies, leben ja von den Kontrasten, den funkensprühenden Reibungen, dem Dialogwitz, der Situationskomik eben dieses ungleichen Paares, sei es jetzt in Kein Ohrhasen oder Coq au Vin, das eben von dem sich findenden Liebespaar ebenso handelt wie vom Vater-Tochter-Kampf. Honig im Kopf stellt nun eine neue, ungeheuer berührende Paarbeziehung in den Mittelpunkt, die zwischen einem 11-jährigen Mädchen und seinem Alzheimer-erkrankten Großvater. Emma Schweiger und Dietrich Hallervorden spielen in einer wirklich außerordentlichen schauspielerischen Leistung genau dieses Paar, dessen Liebe zueinander ungeheuer berührt und die die Umwelt
Alle anderen, die Familie, diejenigen, die sich in ihren Alltagssorgen verfangen haben, verzaubert und verändert. Es gibt wohl kein schwierigeres Genre im Kino als die Tragikomödie, die ja sehr unterschiedliche Stimmungen evozieren und letzten Endes ja irgendwie auch in Balance bringen muss. Lachen und weinen, Mitleiden, Hoffen und Bangen. Honig im Kopf fordert und fördert diese emotionale Teilnahme und ich denke, keiner geht aus diesem Film unberührt. Mehr als 6 Millionen Besucher haben seit seinem Start vor 10 Wochen Honig im Kopf in den Kinos gesehen, Tränen gelacht, wie ich vermute, und auch Tränen der Rührung geweint. Mir ging es jedenfalls so. Große Gefühle, große Bilder, großes Kino. Ja, und das ist eben das Kino des Til Schweiger. Ihr Mut, ihr Stil, ihre Handschrift. Denn Mut haben Sie gerade bei diesem Film gehabt. Deshalb freue ich mich sehr, Sie hier einmal wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank fürs Kommen und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Abend. Til Schweiger. Guten Abend, also vielen Dank für die schönen Worte. Da bleibt eigentlich kaum noch was zuzufügen. Ich wünsche euch alle, ich freue mich, dass das Kino ausverkauft ist, ne? Bis fast in die erste Reihe. Und der Film ist in 37 Tagen entstanden, letzten Sommer von Hamburg über Schleswig-Holstein nach Berlin, nach Südtirol, Venedig und London. Und wir hatten eine großartige Zeit. Freuen uns alle, dass der Film wahnsinnig erfolgreich ist. Der wird jetzt dieses Wochenende, wird er Keino Hasen überholen und ist damit unser erfolgreichster Film bis jetzt und wahrscheinlich auch auf alle Zeiten. Ich mache es jetzt kurz. Wir hatten eigentlich den Film schon gesehen. Ah ja, da haben ihn ja viele noch nicht gesehen. Jetzt, gut, jetzt wird es Zeit. Also, ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir sehen uns nachher zum Gespräch. Viel Spaß. Ja, begrüßen Sie bitte den Regisseur Til Schweiger wieder hier vorne bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Und Rudolf Horschig, der das Gespräch führen wird. Seid ihr noch alle wach? Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu diesem wirklich sehr berührenden Film. Dankeschön, dass Sie gekommen sind, Til Schweiger. Danke, dass Sie gekommen sind. Meine erste Frage: Claudia Dillmann hat vorhin erwähnt, der Film hatte 6 Millionen Besucher. Aber das ist ja bei einem Film auch nicht das Einzige, wie wir wissen. Es geht ja auch um die emotionale Beteiligung der Leute, die diesen Film gesehen haben. Und da haben Sie vorhin, als wir draußen waren, erzählt, dass der ja auch im Internet sehr viele Zuschriften gebracht hat. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Naja, also ich habe erzählt, dass wir, oder ich auf Facebook unheimlich viele Briefe bekommen habe, also tausende Briefe, und versucht habe, die alle persönlich zu beantworten. Also ich habe jetzt nicht lange zurückgeschrieben, aber ich habe ein Smiley oder ein Herzchen geschickt als zum Zeichen, dass ich den Brief gelesen habe. Und darüber haben sich die Leute schon sehr gefreut. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Menschen zu fragen, ob das okay wäre, wenn ich den Brief teilen würde. Und das habe ich dann gemacht, weil also eigentlich hatte keiner was dagegen. Haben mir immer darum gebeten, meistens den anderen, vielen war es auch egal, aber den Namen wegzulassen. Und das habe ich getan und das hat mich schon sehr auch selber sehr berührt, ne, die Reaktion. Es ist ja nun auch ein Thema, was uns alle betrifft, was uns immer stärker auch betreffen wird. Wie habt ihr das vorher recherchiert?
hier mit Therapeuten gesprochen. Es gibt ja auch in dem Film diese schöne Szene mit Mehmet Kurtulus, der da Amandus befragt. Ja, wir haben halt also viel Sekundärliteratur gewälzt. Wir haben mit Pflegern gesprochen, mit Leitern von Demenzheimen. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja. Es gibt ja auch einige andere Filme, die sich mit Demenz und Alzheimer beschäftigt haben. Jetzt hat ja Julianne Moore den Oscar bekommen für Still Alice. Es hat einen Dokumentarfilm gegeben, Vergiss mein Ich. War das auch Bestandteil eurer Recherche, sich sowas anzugucken? Also Julianne Moore, den Film konnten wir uns nicht angucken, den gab es nämlich noch nicht. Also den gab es zwar schon, aber noch nicht in Deutschland. Der ist nämlich heute erst gestartet. Genau, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, wir haben halt alles über das Thema aufgesogen, was wir finden konnten. Mhm. Und wollten aber von Anfang an uns dem Thema nicht spielerisch, sondern sehr ehrlich nähern, aber eben versuchen zu zeigen, dass es zwischen der ganzen Tragik und Ausweglosigkeit dieser Krankheit eben, dass trotzdem auch teilweise was Schönes passieren kann. So, und wir wollten versuchen, ein bisschen Mut zu machen und diese Krankheit ein Stück weit aus dieser Tabuzone rauszuholen. Gehörte das von Anfang an zum Konzept oder hat sich das im Lauf der Drehbucharbeit entwickelt? Nee, das gehörte von Anfang an zum Konzept, und wenn uns das nicht gelungen wäre, wenn man sich hinsetzt und ein Drehbuch schreibt, weiß man ja nie vorher, wie es wird. Ne, man kann nicht auf den Knopf drücken und ein tolles Drehbuch schreiben. Man kann auch nicht sagen, ich will versuchen, dass der Film trotzdem auch unterhält und auch Spaß macht, trotz des Themas. Das kann man sich vornehmen, das kann aber sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Die Idee war von Anfang an da, und dass es uns geglückt ist, deswegen haben wir den Film auch gemacht. Wenn es uns nicht geglückt wäre, dann hätten wir den Film auch nicht gemacht, oder ich hätte ihn nicht gemacht. Also was mich auch so beeindruckt habe, weil ich auch viele Fälle kenne, ist, dass also so diese Spannung zwischen Komik und Tragik. Also der Amandus wird ja nie wirklich lächerlich gemacht, auch wenn es ja richtig böse Szenen mit ihm gibt, so das Pinkeln in den Kühlschrank. Wie habt ihr das hingekriegt? Also er wird ja nicht verunglimpft, sage ich jetzt mal. Naja, weil das nie die Absicht war von den Autoren, also von mir und Hilly, mit der ich das Buch geschrieben habe, war nie die Absicht, den Kranken jetzt zu verunglimpfen. Eher war die Absicht, zu zeigen, dass es eben zwischen aller Tragik auch noch was Schönes geben kann. Sprechen wir doch vielleicht mal so ein bisschen über die Besetzung, Dietrich. Dieter. Als Didi aus den Komödien der 70er Jahre ist natürlich in gewisser Weise eine Idealbesetzung. Wie seid ihr auf den gekommen? Durch eigentlich mehr oder weniger den Zufall, dass er, als wir angefangen haben, massiv uns mit dem Gedanken zu beschäftigen, wer soll das eigentlich spielen? Diesen Großvater, den wir geschrieben haben, und alle Vorschläge, die kamen von Seiten des Casting Directors, mir nicht gefielen, habe ich den Film gesehen in der Vorabpremiere, sein letztes Rennen, wo er so ein Marathon, genau, ja, wo er nochmal einen Marathon läuft, und da habe ich gedacht, der könnte mein Amandus sein. Er hatte ja auch in der letzten Zeit so einen relativ guten Lauf als Schauspieler, auch so ein gewisses Comeback. Kann mich an so einen holländischen Film erinnern, Der Tod und das Mädchen oder sowas. Wie war es mit dem zu arbeiten? Also vielleicht, man muss nicht alles erzählen, aber überhaupt so? Es war schon streckenweise sehr anstrengend, ne? Weil wir unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle hatten. Aber unterm Strich
Unterm Strich hat sich's gelohnt, also weil es ist, ich kann mir keinen anderen vorstellen, also der das besser gespielt hätte als er. Ihn dahin zu kriegen war ein weiter Weg und ein schwerer Weg, aber das ist im Endeffekt egal, weil das Ergebnis zählt und das Ergebnis ist phänomenal. Ja, finde ich auch. Also. Also vor allen Dingen, also auch in dieser Didi-Rolle hatte er ja immer schon so einen naiven Blick gewissermaßen, den er da auch in diesem Film kultiviert. Und das passt einfach super zu dieser Figur. Musste man ihm das irgendwie sagen oder hat sich das von allein ergeben? Naja, er hatte halt die große Angst, dass, weil ich habe ihm immer gesagt, schon im Casting habe ich ihm gesagt, du bist viel zu agil, du bist viel zu gesund, du bist ein Schauspieler, der spielt, als sei er jetzt krank, aber ich glaube dir das nicht, was du da machst. Und er hat halt immer Angst gehabt, dass das sonst eine Soße wird, dass alles gleich ist. Wenn er immer gleich, ich habe gesagt, du hast viel zu viel Kraft. Deine Finger, deine Bewegungen sind viel zu koordiniert. Du musst viel kranker sein. Ne? Und er hat sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Also es war, wie gesagt, nicht einfach, aber unterm Strich haben wir ja das gekriegt, was wir gesehen haben. Also. Ja, das ist großartig. Und eine Frage, die Sie wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gestellt bekommen haben, die ich aber trotzdem stellen möchte: Wie war es, mit der eigenen Tochter zu arbeiten? Ist man da strenger oder vielleicht liberaler als bei einer in Anführungsstrichen normalen Kinderdarstellerin? Ich würde sagen, wenn überhaupt, dann strenger, weil man seinem eigenen Kind natürlich, glaube ich, noch mehr abverlangt als einem fremden Kind. Ne? Auf der anderen Seite war es natürlich ein Fest, mit ihr zu arbeiten, weil sie mit so einer großen Lust und Freude und mit so viel Engagement und auch mit so viel Talent diese Figur interpretiert hat und immer genau wusste, was eine Szene erfordert, welche Emotionalität. Und das war großartig. Sie hat ja schon öfters bei Ihnen gespielt, Coco Vin. War sie ja auch gewesen. Will sie mal Schauspielerin werden? Hat sie nicht vor. Also aber mit 12, weißt du, da hat man so viele Ideen und verwirft so viele Ideen und bis jetzt hat keins meiner Kinder jemals gesagt, dass ich Schauspieler werden wollen. Kann sein, dass es passiert, kann auch nicht sein. Mein Sohn weiß, dass er Fußballer werden will. Aber ich hoffe, das ändert sich auch noch. Wieso ist er nicht talentiert genug, oder wie? Er hat beim 4:3 das entscheidende Vierertor geschossen. In seiner Liga. Aber das nur Ich nebenbei. finde halt, Kinder sollten das machen, was sie machen Ja. wollen. Und ich sage meinen Kindern immer, entscheidend ist nicht, wie viel Geld du verdienst, wie viel soziales Ansehen dein Beruf hat, sondern wichtig ist nur, dass du einen Beruf findest, der dir Spaß macht und dann bist du privilegiert. Ja. Die anderen Filme von Ihnen spielen ja zum großen Teil eigentlich in Berlin. Also Coco Vin spielt in Berlin, aber auch Schutzengel in und um Berlin. Der spielt jetzt mal in Hamburg und natürlich auch in London und so. Südtirol, genau. Wieso? Und Also in Hamburg spielt er, weil ich in Hamburg wohne, B, weil der Film ja auch in Berlin spielt eine Zeit lang. Wir haben da gedreht, beziehungsweise in Brandenburg und das ist eine Filmförderung Berlin-Brandenburg. Wir haben eigentlich die Förderung von Hamburg mitgenommen und die Förderung von Berlin-Brandenburg. Ihr lacht. Was meinst du, warum in Frankfurt so wenig gedreht wird? Weil die hessische Filmförderung, knock, 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 dass es sie gibt, die hat nicht die Mittel, die zum Beispiel Berlin hat. Also Berlin oder Nordrhein-Westfalen hat die größte Förderung. Hamburg ist auch eher schwach. Deswegen wird in Hamburg, let's face it, also so ist es nun mal, weniger gedreht, viel weniger als in Berlin. Wobei ja das Bundesland Hessen mittlerweile seit 10 Jahren auch eine wirtschaftliche hessische Filmförderung hat und Schweighöfer ja
What a Man hier gedreht hat. Frankfurt hat halt tolle Locations und vor allen Dingen ist es die einzige Stadt, die diese Skyline hat. Und ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, hier zu drehen. Das freut uns Hessen. Das würden wir gerne sehen. Und dann noch diese beiden Locations, also das Haus von Amandus und die Villa, in der ihr Charakter wohnt. Wo war das? Weil das sah auch super aus. Das Haus von Amandus war an einem See in Brandenburg, in der Umland von Berlin. Dazu muss man sagen, das ist so ein relativ abgerocktes, mit abgeblätterten Putz ein Haus. Das haben wir verkleidet komplett. Daraus haben wir ein Holzhaus gemacht. Das haben wir komplett gebaut. Und das Haus, wo wir, also meine Familie wohnt, das ist ein altes Herrenhaus gewesen, oder ist es immer noch, in Schleswig-Holstein, eine Stunde weg von Hamburg. Und diese Veranda, die haben wir gebaut. Die gab es nicht. Und die waren auch noch so doof und haben die wieder abgerissen. Ja, ich habe... War sie nicht stabil? Nee, die war perfekt stabil. Die hätte Jahre gehalten, aber die fanden halt, dass das Haus schöner ist ohne die Veranda. Und egal. Und jetzt die letzte Location-Frage. Wieso ausgerechnet Venedig? Also im Film wird es ja dadurch motiviert, dass die beiden Amandus und seine Frau ihre Hochzeitsreise dahin gemacht haben. Aber habt ihr euch ja ausgedacht? Haben wir uns ausgedacht, aber ganz ehrlich, das ist so, wie wenn man sich überlegt, wie heißt denn jetzt mein Protagonist? Was ist denn der von Beruf? Das sind schwerwiegende Fragen. Das ist gar nicht so einfach, sich das auszudenken. Und dann denkt man sich, wo fahren die hin? Nach Lissabon oder nach Paris oder nach Venedig? Dann haben wir halt gesagt, Venedig. Ne? Ah. So einfach ist das. Oder schwer. Ne? Die Reise hat ja durchaus auch was Märchenhaftes, fand ich, was ja in Ihren Filmen öfters der Fall ist, dass man die auch märchenhaft sehen kann. War das von Anfang an so beabsichtigt, diese Reise der beiden? Also das einzig beabsichtigte Märchen, was ich hier gedreht habe, war... Die Ritter? Das war ja eine Dokumentation. Nein, also Barfuß. Barfuß war von Anfang an so konzipiert, dass es eine märchenhafte Welt ist. Zeitlose Welt, in der die Geschichte spielt. Und natürlich ist kein Oasen jetzt auch ein Märchen, weil eine romantische Komödie ist immer ein Märchen. Alle sehen sich danach, aber so ist es ja eigentlich nie. Deswegen ist das Genre ja so beliebt. Ne? Und märchenhaft sind vielleicht die Bilder, aber wir haben zwar die Veranda gebaut und das Haus vom Großvater haben wir mit Holz ummantelt, aber die Berge haben wir nicht gebaut. Und natürlich haben wir einen Zug genommen, den es so nicht mehr gibt. Genau. Einen Museumszug. Genau, aber denn so einen alten Bus hat es auch nicht mehr. Ja, aber die sind halt schöner. Ne? Also so ein alter Zug mit diesen ganzen Holzpaneelen, mit der ganzen Patina, ist einfach visuell viel schöner als so ein hässlicher ICE-Zug. Wenn ich jetzt von Hamburg nach Berlin fahre mit dem ICE, dann möchte ich die Kamera nicht auspacken. Das sieht scheiße aus. Ja. Das sieht halt einfach schöner aus. Und ich finde, und ich habe mich als Kind immer, ich wusste zwar nie, dass ich in dem Beruf arbeiten werde, aber ich habe mich immer für Kino interessiert und immer auch für Cinematografie und habe mich immer gefragt, warum sieht der eine Film so toll aus und der andere so flach und so langweilig, ne? Und natürlich kann ich sagen, es ist realistischer, wenn sie im ICE fahren. Aber viel schöner ist es doch, dass sie in diesem alten Retro-40er-Jahre-Zug fahren. Ich habe ja jetzt zur Vorbereitung dieses Gesprächs in einige Filme reingeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass, das ist vielleicht jetzt ein bisschen abschweifig, interessiert mich aber, dass alte Autos, also siehe den Bus da, in ihren Filmen eine große Rolle spielen. Es sind immer alte, schöne Autos. Also zum Beispiel... In Coq-au-Vin ist es so eine Ente, erinnere ich mich noch. Im ersten ist es ein Mercedes, glaube ich, der den Sprengstoff da hat. Ist das eine Obsession? Oder? Keine Obsession, weil aus Autos mache ich mir eigentlich gar nichts. Aber alte Autos sind in der Regel schöner als neue Autos. Ne? Zeitloser auch. Also eine Ente ist zeitloser als jetzt die neueste S-Klasse.
Aber die kennen wir seit 50 Jahren, die Ente, oder seit 60 Jahren. Alte Häuser sind immer schöner als Neubauten. Also im 19. Jahrhundert wurde einfach viel schöner gebaut als jetzt. Das stimmt. Ja, ist leider so. Also in dieser Südtirol-Episode, da spielt ja Fari Yardim mit, der auch in ihren Tatorten den Assistent spielt. Mir ist aufgefallen, dass es ja schon quasi so einen, ich will nicht sagen festen Schauspielerstamm, aber doch viele Leute gibt, die in ihren Filmen wieder und wieder auftreten. Also Fari Yardim ist doch zum Beispiel in Kokova, der die Pizza bringt oder sowas. Wenn das ist eigentlich fast in jedem Film. Genau. Wieso? Ja, weil zum einen, weil er ein hervorragender Schauspieler ist, zum anderen, weil er wirklich einer meiner liebsten Freunde ist. Und wenn das zusammenkommt, mehr geht ja nicht. Also einer, der perfekt für eine Rolle ist, wobei Fari eigentlich fast immer die kleinen Rollen gespielt hat, genau, bei mir. Genau, Nebenrollen, ja. Aber ich sag immer, ich habe auch zu Fari gesagt, weil Fari hat mehrere Hauptrollen gespielt letztes Jahr. Und er hat dann zu mir gesagt, der Film, für den ich jeden Tag auf der Straße angequatscht werde, ist Honig im Kopf, wo ich da so eine kleine Rolle bin. Ich habe halt immer gesagt, also eine gute kleine Rolle in einem Film, den viele Leute sehen, bringt dir als Schauspieler viel mehr als eine Hauptrolle im Film, den sich keiner anguckt. Und das war, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass Fari mit im Tatort mein Partner wird. Das war von mir eine Bedingung. Und ich fand es dann so witzig, als sich viele Journalisten darüber aufgeregt haben, dass Til Schweiger jetzt schon Vetternwirtschaft macht und seine Schauspieler mitbringt. Und im selben Artikel haben sie geschrieben, ja, aber die Entdeckung von dem Tatort ist der Fari. Und ich habe dann so gesagt, warum schreibt ihr nicht, danke Til, dass du uns den Fari mitgebracht hast, sondern meckert, dass ich ihn mitbringe, um ihn dann zu feiern. Ja. Aber es sind ja auch noch andere. Also Jan-Josef Liefers hier war ja auch in Knockin' on Heaven's Door. Ja, aber das war das erste Mal seit Knockin', dass er wieder zusammen in einem Film war. Heiner Lauterbach kommt auch mehrmals vor. Einiger. Also es ist, natürlich kommen immer wieder neue Leute dazu, weil nicht jeder Schauspieler jede Rolle spielen kann. Manchmal macht es auch Sinn, eine große Rolle mit jemand Unbekannten zu besetzen. Aber wenn man einen bekannten, tollen Schauspieler für eine kleine Rolle bekommen kann, warum soll man ihn nicht nehmen? Ja, klar. Ihren ersten eigenen Film als Regisseur haben Sie ja 1998, glaube ich, gedreht. Meinen ersten mit Credit, also weil mein erster eigengedrehter Film war Knockin' on Heaven's Door. Den habe ich zusammen mit Thomas Jahn inszeniert und hat mir damals halt keinen Credit dafür gegeben, also keine Titelzeichnung. Okay. Zu dem Zeitpunkt waren Sie ja schon ein dicker Star, sag ich jetzt mal. Also, so dick war ich damals nicht. Meinte ich jetzt auch nicht. Aber sehr bekannt mit dem bewegten Mann und so. Wieso wollten Sie unbedingt Regie führen? Weil ich gemerkt habe, dass wenn man ein Drehbuch liest, deswegen sagen ja die Leute immer, wenn sie eine Literaturverfilmung sehen, sagen sie immer, das Buch war viel besser als der Film. Das liegt einfach daran, dass jeder, der ein Buch liest, in seiner eigenen Fantasie diesen Film im Kopf entstehen lässt. Ne? Und jetzt kommt aber einer und verfilmt das Buch, was ich mir so erträumt habe, ganz anders. Und mein Film war einfach besser. Ne? Und so geht es dem Schauspieler auch. Der liest ein Drehbuch und denkt, der Film wird so und so. Und dann guckt er dann irgendwann den Film an und der ist ganz anders geworden. Nicht unbedingt schlechter, nur anders. Ne? Ich habe halt festgestellt, auch wenn du schon ein berühmter Schauspieler bist oder so, du hast überhaupt keinen Einfluss aufs Produkt. Und wenn du selber Geschichten erzählen willst, dann musst du die selber machen. Ne? Also selbst, das reicht nicht, wenn du das Buch schreibst und dann die Regie jemand anders gibst, sondern du musst die Regie selber machen. Dann wird der Film so, wie du ihn dir vorstellst, und wenn er in die Hose geht, dann weißt du auch, du bist dran schuld. Ne? Der erste Film, Der Eisbär, weiß nicht, ob den hier welche gesehen haben, das ist so eine Gangster-Geschichte. Sie spielen einen Killer, eben den Eisbären, der Peter Maffay erschießt, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, was er eigentlich auch
kein schlechter Gag ist. Aber der Peter Maffay war so cool und hat den Gag mitgemacht. Genau, das. Ich habe vorher jede Menge berühmte deutsche Schauspieler angefragt, Mario Adorf und so weiter. Und die haben alle Nein gesagt. Und der Peter, der noch viel populärer war als die alle zusammen, hat gesagt, klar, mache ich. Mhm. Es gab ja in dieser Zeit in den 90er Jahren so eine kleine Welle mit so deutschen Gangsterfilmen, ernsten und weniger ernsten. Also Sie haben ja mitgespielt in Bunte Hunde, was ja was Ernstes war, aber es gab ja damals auch schon Peter Torwart, der so Kurzfilme gemacht hat, Pizza, Mafia, Razzia und sowas, genau. Fand ich auch, hatten wir übrigens hier auch schon, also den Torwart noch nicht, aber den Film. Beste deutsche Kurzfilm, Pizza, Mafia, Razzia. Genial. War das so ein bisschen im Gefolge dieser kleinen Welle, der Eisbär? Nee, der Eisbär war auch ein Gefolge wie diese ganzen Filme. Das war eine Nachwelle von Tarantino, ne, von Reservoir Dogs. Und Reservoir Dogs. Und das hat das stimuliert, diese Filme. Mhm. Mhm. Weil Claudia Dillmann hat es ja schon erwähnt, sie haben ja hier vorgestellt Midnight Run von Martin Brest in Knockin' on Heaven's Door, ist das auch ihr Rollenname. Also das ist quasi ein Vorbild, ein Film, der sie wirklich beeindruckt hat. Ja, es gibt sicher viele Filme, die mich beeindruckt haben und irgendwo auch beeinflusst haben. Aber wenn ich einen herausheben müsste, ich habe immer gesagt, das ist der perfekte Unterhaltungsfilm. Mhm. Besser kann man nicht mehr unterhalten als dieser Film. Und das ist für mich ein Meilenstein des Kinos und das wird immer so bleiben. Mhm. Es gibt ja Filme, die findet man mit 16 ganz toll und dann guckt man sie 10 Jahre später. Ne, und genau, die altern dann. Mal geil. Ja. Ne? So, und die Filme, die man 30 Jahre später guckt und dann immer noch toll findet, zwar sieht, okay, das ist jetzt ein bisschen veraltet, aber eigentlich die Geschichte und die Art, wie sie erzählt worden ist, ist immer noch gut. Mhm. Das sind dann die wahren guten Filme. Mhm. Ja, von Martin Brest ist ja auch Beverly Hills Cop. Den habe ich jetzt mal wieder gesehen, das bleibt ja auch, finde ich. Ein bahnbrechender Film, ja. Genau. Sie lieben Sie das Kino der 80er Jahre? Das müsste doch eigentlich die Zeit gewesen sein, wo Sie, wenn ich jetzt rechne, so um die 20 gewesen sind und oft ins Kino gegangen sind. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe das Kino der 80er Jahre. Gerade also auch in der Fotografie hat man ganz viel, was in den 80er Jahren so hip war, irgendwie blaues Licht in der Nacht und dann diese Sunbeams durch die Jalousien, so, ja, ne, genau. So Miami Vice Look, so. Ja, das kann Licht, ich mir, oder wenn ich mir heute zum Beispiel Black Rain angucke von Ridley Scott, der sieht Horror aus und der Ridley Scott macht wirklich ganz tolle Filme, auch immer von der Optik, aber das ist sicher meiner Meinung nach heute sein schlechtester Film, also der im schlechtesten Alter. Ganz grauslich. Aber da gab es tolle Filme, ne? Also 90er Jahren gab es auch tolle Filme, 70er Jahren auch. Und jetzt, selbst heute gibt es noch tolle Filme, aber es werden immer weniger. Ne? Mhm. Studios immer weniger Filme produzieren und eigentlich nur noch auf die Franchise, Marvel Comics, Spin-offs von irgendwelchen Superheroes so setzen. Ne? Mhm. So, gute Filme gibt es immer noch, aber sie werden weniger. Mhm. Sie waren ja selber mal in Hollywood, wenn Sie mir schon die Steilvorlage liefern. Ich war zwar auch in Hollywood, ich war sogar schon mal auf diesem Sterne-Walk. Ne? Aber gibt keinen also Stern von Ihnen. Nee. Ich hab gesucht. Tagelang. Ja, von mir auch nicht, war da auch vor 2 Jahren. Ist nicht wahr. Scheiße, ey. War das so retrospektiv eine Zeit, die Sie als positiv oder eher negativ einordnen würden? Beides. Gab Vor- und Nachteile. Also der größte Vorteil für mich war, dass ich da relativ unerkannt leben konnte, ne? Wenn ich nicht irgendwelchen deutschen Touristen über den Weg gelaufen bin. Wenn ich dann, was weiß ich, in Venice war, auf dem Boardwalk und kam dann eine Gruppe von 10 Touristinnen und die wollten alle unbedingt Foto und so. Da saßen dann so irgendwie so eine Latino-Gang mit ihren Pitbulls und die guckten so, wer ist denn das denn? War schon lustig, ne? Also, aber ich
das Schönste da an der Stadt ist das Wetter. Ne? Mhm. Die positive Ausstrahlung der Leute, die immer sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Die immer sagen, anything goes. Ne? Mhm. Wir können das irgendwie machen. Wenn du dann länger da bist, dann merkst du auch, dass das unheimlich oberflächlich ist und auch oft eine Masche ist. So. Und also ich fühle mich wohler in Deutschland. Mhm. Ja, mich hat es damals gewundert, muss ich sagen, weil Sie ja hier in Deutschland total erfolgreich eigentlich waren. Deswegen habe ich mich gefragt, was reizt den Mann? Mich hat gar nichts gereizt. Das habe ich auch schon 100-mal erzählt, aber ich bin da nur hin, weil meine Frau dahin wollte. Meine Frau ist Amerikanerin. Also gewesen, also sie ist immer noch Amerikanerin, aber nicht mehr meine Frau. Weiß ich auch. Aber die wollte dahin. Ne? Die hat gesagt, wir waren jetzt so und so lange in Deutschland, jetzt habe ich Heimweh, jetzt müssen wir nach Amerika. Und das war eben die Kompromissentscheidung, dass wir nicht nach Seattle gehen, sondern nach L.A. Ihr nächster Film nach Eisbär war Barfuß als Regisseur, was ja, wenn ich das hier mal zugeben darf, mein Lieblings-Til Schweiger-Film ist, durch den ja auch Johanna Wokalek bekannt wurde. Das ist ja auch bei ihren Filmen irgendwie so kontinuierlich. Sie lassen es zu, dass an ihrer Seite Leute groß rauskommen, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt bei Dieter Hallervorden ist das so, aber bei Johanna Wokalek war das auch so. Also man könnte fast sagen, dass sie ihnen Rollen geben, die ihnen fast die Schau stehlen zum Teil. Finde ich gut. Also wir haben also wahnsinnig viele Frauen mit den Weg geebnet. Ich würde mal sagen, Johanna, selbst die Christiane Paul ist mit ihrer kleinen Rolle in Knockin' on Heaven's Door, die hatte drei Hauptrollen in dem Jahr, die alle gefloppt sind. Und mit ihrem kleinen Cameo-Auftritt in Knockin' on Heaven's Door ist sie nach oben gegangen. Ne? Moritz bleibt treu. Ja. Johanna Wokalek, Nora Tschirner, jetzt Jeanette Hein, Jasmin Gerard in Kokowil. Ja. Haben wir schon viele Leute mit nach vorne gebracht. Die Themenfelder. Es gibt ja so quasi zweierlei Sorten in Ihrem Werk. Also es gibt eben, ich hatte den Eisbär angesprochen, Gangsterfilm. Schutzengel ist ja auch ein relativ brutaler Film. Also es gibt die Filme, wo Männer mit Women rumlaufen und es gibt quasi die Familienfilme, sag ich jetzt mal. Also nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil, sehr positiv gemeint. Ist das so die Spannbreite Ihres Werks? Ich würde schon sagen, ja, wahrscheinlich. Also wobei jetzt Schutzengel für mich jetzt nicht ein Film ist, wo Männer mit Wumme rumlaufen, sondern das geht ja um einen Mann, der mit einer Wumme rumläuft, aber komplett traumatisiert und entwurzelt ist und eigentlich auf der Suche nach der Liebe. Ne? Ich habe Schutzengel immer so gepitcht, das ist eigentlich die Geschichte von zwei Waisenkindern in der Nacht. Ne? Weil sie ist ein Waisenkind und er ist eigentlich auch ein entwurzelter Soldat ohne soziale Bindungen und die beiden gehen durch die Nacht und versuchen zu überleben. Das war eine Geschichte, die mir persönlich wahnsinnig viel bedeutet hat. So. Eisbär war, da war ich aber auch, wie alt war ich mal im Eisbär? 33? Nein. Ungefähr, ja. Ne? So, ja. Deutlich jünger. Und da ist man noch, da waren wir so auch wirklich so gehypt von Tarantino und das war was anderes. Eisbär war ja eine Komödie. Oder sag ich mal, eine Gangsterkomödie. Schutzengel war keine Komödie. Das ist eigentlich ein Film, der mir seelisch genauso viel bedeutet wie Honig im Kopf. Spielt Fahri Yardim auch mit, so ein Polizist, glaube ich, oder? Also genial, also das ist ja sensationell, der Fahri. Das ist ja eigentlich immer so der süße Trottel. Und da ist er tough as nails, also ein eiskalter. Ich habe gesagt, stell dir vor, du bist der amerikanische Streifenpolizist, der mit dem man am wenigsten lachen kann. Und so hat er das gespielt. Ja, ja. Das war großartig. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man so Kritiken liest,
dann heißt es über so ihren Rollentyp immer so das Raubein mit Herz oder sowas. Aber mir ist auch jetzt aufgefallen, sie spielen ja eigentlich ganz oft Loser. Also in Kein Ohrhasen nicht, aber Coco Vin zum Beispiel, so ein, wie soll ich sagen, mehr oder weniger gescheiterter Drehbuchautor, also dem jetzigen Film ist es auch nicht, aber das gibt's oft. Machen Sie das gerne? Ich spiele halt immer in den Filmen, die ich selber schreibe, so versuche ich halt die Rolle, die ich schreibe, so gut wie möglich zu spielen. Und eigentlich ist er in Kein Ohrhasen, ist der Ludo ja auch ein Loser. Also er ist einfach, der wird erst am Schluss zum Gewinner, als er die wahren Werte erkennt, weil vorher ist er einfach ein dämlicher Bild-Zeitungsreporter auf der Suche nach seiner Story und ist halt voll der Egoist und denkt, kriegt er innerhalb der ersten 3 Minuten, kriegt er dreimal den Finger. Ja. Und er ist jetzt eigentlich auch ein Loser. Er ist kein richtiger Gewinner. Und ein strahlender Held, der in Sonnenuntergang reitet und von Anfang an immer gut ist und immer gewinnt, der ist auch langweilig. Das ist. Wie finden Sie eigentlich Ihre Stoffe? Also die sind ja auch immer mit also zu Ihren eigenen Filmen, die sind ja auch immer in der Zusammenarbeit mit anderen Drehbuchautorinnen und Autoren entstanden. Also ganz unterschiedlich. Entweder finden die Stoffe mich, wie zum Beispiel bei Honig im Kopf, kam Hilly zu mir und sagte, hey, ich hatte mit Hilly vor ein paar Jahren an einem anderen Buch gearbeitet. Die Martinek, ne? Martinek, ja. Und die habe ich durch Zufall wieder getroffen. Hey, was machst du so? Da. Ja, ich habe so eine Idee für einen Film. Ne? So kam das. Andere Sachen finde ich, also es ist immer unterschiedlich. Da gibt es kein System. So Keine Ohrhasen habe ich irgendwie die Geschichte gehört, das wäre während eines Abendessens oder so gepitcht worden oder? Nee? Nee, Keine Ohrhasen wollte ich mit Annika eine bestehende Komödie wollten wir rewriten, also ein Polish machen, sozusagen das nach vorne bringen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir so gut klicken, dass nach 2 Tagen habe ich gesagt, wir lassen das Drehbuch weg, wir machen was völlig Neues. Das haben wir in 6 Wochen damals in Los Angeles geschrieben. Das ist so, manchmal schreibt man oder man versucht zu schreiben und einem fällt nichts ein. Ne? Und dann sitzt du da und du kannst heulen, Verzweiflung und keiner kann dir helfen. Du weißt, das ist alles Scheiße, was du geschrieben hast. Und du weißt, du musst dahin, aber du weißt nicht wie. Ne? Und das sind die schlimmsten Momente. Und dann gibt es Momente, wo du schreibst und du schreibst und du schreibst und es kommt so, du hast einen Lauf beim Schreiben. Das ist halt natürlich viel schöner, als wenn du so einen Block hast. Ne? Die meisten Ihrer Filme sind ja auch Komödien oder haben zumindest Humor, haben sie eine und sind ja auch sehr populär und in Deutschland sind ja auch Komödien wirklich sehr populär. Also auch nicht nur deutsche Komödien, sondern auch eben zum Beispiel Komödien aus Frankreich. Haben Sie dafür eine Erklärung, wieso wir Deutschen die Komödie so sehr lieben? Das hat mich noch nie einer gefragt. Ja. Also, das werte ich jetzt mal als Kompliment. Sicherlich nicht, weil wir den Humor erfunden haben. Ne, also der Deutsche, ich habe ja festgestellt, meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass der Österreicher, man kann nie pauschalieren, weil es gibt solche und solche. Und ich finde, die Österreicher unterm Strich haben viel mehr Humor als die Deutschen. Ne? Und von Engländern will ich gar nicht reden. Nichtsdestotrotz habe ich Engländer getroffen, die waren so lustig wie ein Sack Reis. Ne? Also gar nicht. Ne? Und ich kenne saulustige Deutsche. Warum die Deutschen so gern lachen? In Komödien lachen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist für einen deutschen Film, aber es ist ja auch, wie du sagst, amerikanische Komödien laufen hier auch, teilweise auch französische. In Deutsch, als deutscher Film hast du nur eine Chance eigentlich mit einer Komödie gegen amerikanische Filme, weil gegen amerikanisches Genre-Kino kannst du gar nicht bestehen. Ein amerikanischer Actionfilm für 250 Millionen Dollar, da kannst du nichts entgegensetzen. Mhm. Aber eine Komödie braucht nicht viel Geld. Mhm. Du musst aber nur witzig sein. Aber warum jetzt auch
amerikanische Komödien in Deutschland so gut laufen, das kann ich. Wobei, es gibt ganz viele, die nicht funktionieren. Mhm. Also ehrlich gesagt kann ich deine Frage nicht beantworten. Ja, ich leider auch nicht. Mann, du bist doch der Fachmann. Müsste man mal länger drüber nachdenken. Vielleicht noch so, bevor wir zum Publikum überleiten, zwei kurze Fragen am Schluss. Sie haben ja Lindenstraße, Kommissarin, machen jetzt Tatort, also durchaus, aber zeitlang nur Kino, durchaus auch fernsehaffin. Verfolgen Sie zum Beispiel das, was so in Amerika mit diesen innovativen Fernsehserien passiert? Und könnten Sie sich vorstellen, also X-Filme zum Beispiel produziert doch jetzt eine Fernsehserie nach so einer deutschen Roman, die in den 20er und 30er Jahren spielen. Könnten Sie sich vorstellen, auch sowas zu machen und da mitzuspielen? Mitzuspielen auf jeden Fall. Selber das zu machen, da bin ich... Also ich bin so glücklich und so froh, wenn ich es schaffe, ein gutes Kinodrehbuch zu schreiben. Mhm. Und so eine großartige Serie zu schreiben, also von A to Z, sage ich mal, wie Breaking Bad oder Homeland oder House of Cards oder da gibt es auch noch viel mehr, ne? Das ist so schwer, also das ist wirklich die Champions League der Champions Leagues, also da sind die besten amerikanischen Autoren dran und die ja mittlerweile alle vom Kino ins Fernsehen gegangen sind, weil sie sagen, da kann ich mich gar nicht mehr verwirklichen. Diese Geschichten sind gar nicht mehr gefragt, weil die wollen eigentlich nur noch Transformers und Harry Potters machen. Außerdem können sie da viel mehr Geld verdienen. Ne? Das sehe ich nicht in Deutschland. Also wenn da jemand käme zu mir morgen und sagt, hier, ich habe das Konzept, hier ist der Pilot, zwei Folgen geschrieben und ich würde sofort machen, aber das ist wirklich die absolute, das ist das Schwierigste, was es gibt. Es ist ein gutes Drehbuch zu schreiben und jetzt eine Serie über 13 Folgen, so die horizontal so die Spannung hält und sich so entwickelt, das ist, da kann ich aber nur sagen, Chapeau, also so weit sind wir noch nicht. Und die letzte Frage, in Männerherzen 2 kehren Sie ja zurück nach Heuchelheim, wo Ihre Eltern wohnen, was übrigens auch ein sehr schöner Film ist, dessen Regisseur auch hier schon zu Gast war. Haben Sie noch außerhalb Ihrer Eltern Verbindungen zu Hessen? Ja, weil meine besten Freunde immer noch kommen. Echt? Aus Hesse. Ne? Sind alle in Gießen. Das sind die, die am lautesten getönt haben, dass sie als Erste weg sind aus Gießen, sind immer noch da. Und von meinem alten Fußballverein habe ich noch Kontakt zu ein paar Leuten und ja, ich habe noch, gut, ich bin nicht so oft da, weil es liegt für mich nicht so auf dem Weg, ne? Aber ich bin wahnsinnig gerne hier und fühle mich immer zu Hause. Aber Sie sind kein Bayern-München-Fan wie in, doch, echt? Ja, aber ich würde nie jetzt in der Bettwäsche von Bayern-München schlafen, wie im Film, also, aber ich war schon immer Bayern-Fan. Echt? Okay, so viel dazu. Ja. Das ist du, Kickers Offenbach, oder? Nein, wenn dann einfach. Okay. So. Ich kann das gut, wieder gut machen mit dem Humor. Doch, habe ich vorhin erzählt. Also, ich habe ja gesagt, die Österreicher unterm Strich mehr als die Deutschen, aber den besten Humor in Deutschland haben meiner Meinung nach die Frankfurter. Ne? Ja. Morgen bin ich in Bremen, da sage ich genau dasselbe. nee, das habe ich schon so gemeint. Okay, dann schalten wir mal das Publikum ein. Wenn Sie Zeichen, Fragen, Anmerkungen, Kommentare haben, können Sie das jetzt gerne tun. Ja, es geht auch um Komödie. Sie schaffen es in Deutschland, Millionen Zuschauer ins Kino zu bringen und ich habe ein bisschen im Internet geguckt, ich habe nicht den Eindruck, dass Ihre Filme sich zum Beispiel nach Frankreich verkaufen, trotz Titel Coco Vin. Und meine Frage ist wiederum, man sieht den Erfolg in der letzten Zeit von französischer Komödie. Haben Sie denn ziemlich beste Freunde oder die Töchter von Monsieur Claude gesehen und haben Sie gelacht? Also ich habe Monsieur Claude nicht gesehen, weil der lief, als ich rund um die Uhr mit Honig im Kopf
den Film gedreht habe. So. Ich habe aber von vielen Menschen gehört, deren Urteil ich schätze, dass sie den Film ganz toll fanden. Und ich werde mir auf jeden Fall angucken, sobald er auf iTunes da ist. Ziemlich beste Freunde habe ich natürlich gesehen, den fand ich großartig und habe eigentlich so gesagt, so zu mir, das wäre ein Film, den hätte ich gedreht. Ne? Also das ist so ein Film, der passt zu meinen Filmen, so von der Art. Und leider kamen die nicht zu mir mit dem Drehbuch. Ein toller Film. Und das ist halt, das sind aber wirklich die Ausnahmen. Es gab die Amelie, ne, vor Jahren, dann gab es die Sties und die Sties waren milder Erfolg in Deutschland. In Frankreich war das ja der Sensation. Sie hatte 20 Millionen Besucher in Frankreich, in Deutschland so anderthalb. Aber Ziemlich beste Freunde war natürlich das herausragende Ding, weil der ist ohne große Werbung ganz klein gestartet und hat sich über die Mundpropaganda zu diesem Mega-Erfolg entwickelt, den wir alle mit abgefeiert haben. Also, und deutsche Filme in Frankreich. Damals ist Knockin' on Heaven's Door in Frankreich gestartet worden. Das war der größte Kinostart eines deutschen Films seit 20 Jahren in Frankreich und der ist komplett gefloppt. Und seitdem sind die Franzosen vorsichtig geworden. Und es ist so, dass das ist meine Theorie, dass der Unterhaltungsfilm aus Deutschland oder eine Komödie aus Deutschland gilt in der Welt immer noch als Oxymoron. Ne? Also man erwartet aus Deutschland Autorenfilme. Filme, die sich mit der Vergangenheit, mit dem Dritten Reich beschäftigen, gedankenschwere Filme. Das ist immer noch auch, ich habe so oft mit Engländern zusammengearbeitet und die sagten dann so zu mir, you're funny, I didn't know Germans were funny. Ne? Das ist immer noch so ein Vorurteil. Ne? Weitere Fragen? Hallo, darf ich auch zwei? Ich probiere einfach mal. Sagen wir nur Franzosen hier oder was? Nein, klinge ich wie ein Franzose, wirklich? Echt? Nee. Ganz deutsch, so hier aus Frankfurt und so. Ach so, klang so. Also sehr berührender Film, super, super schön zu großen Teilen. Ich probiere es trotzdem mal ein bisschen kritisch. Der Schnitt, den haben sie ja zu Teilen selber gemacht. Ich fand den tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell teilweise zwischendurch. Also so, dass ich echt teilweise rausgerissen wurde so ein bisschen aus den schönen, ruhigen Momenten. Und gerade in ruhigen Momenten, dass irgendwie plötzlich so schnell ging. Gab's da eine Motivation hinter oder wie kam das dazu? Also den Schnitt habe ich nicht zu Teilen selbst gemacht, sondern den habe ich zu 100% selber zu verantworten. Den habe ich nämlich zu 100% selber gemacht. Und ich persönlich bin... Es gibt Szenen, die mag ich an einem Stück und ich bin aber, ich liebe Reaktionen, ne? Und ich bin sehr stolz auf meinen Schnitt, weil ich meiner Meinung nach schaffe, in einer Runde von 10 Leuten, die am Tisch sitzen, von jedem noch Reaktionen einzufangen. Und das geht natürlich nur, wenn ich keine Splitscreen mache, wenn ich schneide. Ne? Es gibt eine Szene, die immer wieder Leuten, die den Schnitt kritisiert haben, aufgefallen ist, das ist die Szene am Strand, wenn sie am Strand langlaufen. Genau, und da ist aber, da muss man sagen, die ist ein bisschen gebastelt, weil wir haben diese Szene an 3 verschiedenen Tagen gedreht, weil wir 2-mal da waren und 2-mal ist das Wetter umgebrochen und wir haben im Sonnenuntergang angefangen und haben dann im Hagel oder Regen aufgehört. Wir waren 3-mal da. Und da gibt es halt eine Einstellung, die nicht mit der Steadicam gefilmt ist, sondern mit einer ganz langen Brennweite, die ich die schönste finde. Die war vom ersten Moment und da wollte ich jeden Frame auskosten und deswegen habe ich so oft da hin und her geschnitten. Aber ansonsten bin ich ein ganz großer Fan von meinem Schnitt, weil ich immer auf die Reaktion gehe. Nicht auf den, der redet, sondern ich zeige den, der zuhört. Und wenn mehrere Leute da sind, dann... Meistens hast du im Filmschnitt einen, der redet die ganze Zeit, dann kommt mal eine Reaktion und so. Und bei mir ist immer so. Aber es ist Geschmackssache. Ja, nee, Reaktion finde ich an sich super und ich bin auch kein Freund von klassischem, einfach starrem Schuss, Gegenschuss so. Aber wenn die Reaktionen, also teilweise hatte ich das Gefühl, sind die so schnell, dass man die gerne wahrnehmen würde, die Reaktionen. Und man sieht irgendwie, kommen sie gerade, aber man hat keine Zeit, die zu verarbeiten, weil die in so einer, so schnell abgefeuert werden. Aber gut, klar, Geschmackssache. Und dann habe ich neulich auf Netflix gesehen, dass Barefoot da irgendwie gerade unterwegs ist. Amerikanisches Remake oder ich weiß nicht, ob es ein Remake ist. Ich habe das vor Jahren mal gelesen und die Story klingt ja schon sehr ähnlich. Das ist eine ganz lange Geschichte. Das ist kein Remake, das ist das Original, was da verfilmt worden ist. Und dieses
Das Original habe ich 1999 gekauft und habe über 5 Jahre meinen Barfuß entwickelt, ne, und diesen Film gedreht. Und dieser Typ, der damals von seinem Agenten als der heißeste Autor Hollywoods angeprangert worden ist, der hat nie wieder einen Film geschrieben. Der hat, auch wenn du auf die IMDb gehst, der hat nur einen Credit. Das ist Barfuß von Til Schweiger. Und der hat, weil er eben richtig windige Anwälte hatte und wir uns in Amerika mit dem amerikanischen Recht nicht auskannte, hat der das echt geschafft, mir ganz viel Geld abzuluxen für meinen Erfolg in Deutschland von Barfuß und hat sogar in den Vertragsverhandlungen sich das Recht gesichert, seinen Film unter dem Titel nochmal zu veröffentlichen. Den hat er dann auch veröffentlicht, hat keine Sau sich angeguckt, ist auch grottig, weil das Drehbuch von ihm war grottig. Das war nur die Idee, die geblieben ist. Also mein Barfuß hat nur diese Idee von dem Mädchen, das ohne Schuhe, weil sie ihre Füße nicht einsperren will, durch die Gegend läuft. Long story short. Danke. Wie lange hat es denn gedauert von dem Moment, wo das Drehbuch fertig war, bis dann der erste Drehtag war? Also ich spreche jetzt die ganzen Förderungen an. Wenn da Til Schweiger draufsteht, wird das einfach durchgewunken? Oder ist es wirklich so, dass Sie da auch selbst um die Förderung kämpfen müssen? Wurden zum Beispiel auch Locations geändert, um noch eine weitere Förderung abgreifen zu können, zum Beispiel Südtirol oder sowas? Oder war das von Anfang an mit drin, auch London? Also von hinten angefangen, Südtirol war von Anfang an drin. Wir haben auch was da abgegriffen, aber das ist marginal. Südtirol hat keine große Filmförderung. Aber wir haben eben in Hamburg und in Berlin abgegriffen und haben dann halt gesehen, weil du kannst ja nur abgreifen, wenn du den Fördereffekt erzielst. Und dann haben wir halt überlegt, drehen wir jetzt die Szene vom Amandus Haus in Brandenburg oder an dem See in Schleswig-Holstein. So, dann schickerst du immer so, dass du den Effekt, du musst ja den Effekt erbringen, sonst kriegst du die Förderung ja nicht. Durchgewunken werden meine Sachen nicht. Allerdings waren wir in Berlin, haben wir so eine tolle Erfolgsgeschichte mit der Berliner Filmförderung, dass die uns sehr wohlgesonnen sind. Und der große Vorteil in Berlin ist, dass es ein Intendantenmodell ist und die Kirsten Nihus, die da die Chefin ist, die kann selber alleine entscheiden. Ich sag, die kriegen Kohle, die und die nicht. Du musst nicht warten auf ein Gremium von 15 Leuten, die teilweise selber versucht haben, Filme zu machen und teilweise dann auch aus egoistischen Motiven jemand nicht fördern oder dann jemand doch fördern. Und wie lange hat es gedauert? Also wir haben natürlich bis zum Schluss am Drehbuch weiter gefeilt, aber das Buch, was wir dann in die Finanzierung eingereicht haben, das war so ein Dreivierteljahr vorher. Und gab es auch schon Projekte bisher, die vielleicht nicht durchgekommen sind oder nicht durchfinanziert wurden? Schon oft. Also ich bin bis nach Keinohasen bin ich zum Beispiel nie von der FFA gefördert worden. Ne? Also Keinohasen ist von der FFA abgelehnt worden. Das Schreiben haben wir heute noch im Büro hängen. Ne? Und dann irgendwann kam dann der neue Chef von der FFA, da war ich, glaube ich, beim Bayerischen Filmpreis oder so, und da kam er auf mich zu und sagte, ich bin der Peter Dinges, ich bin der neue Chef von der FFA, dem Verein, der sie noch nie gefördert hat, und ich bin hier, um das zu ändern. Ne? Okay. Ja, wenn Sie zurückgucken auf Ihre Filme, gibt es welche, auf die Sie besonders stolz sind? Und gibt es ein, zwei, wo Sie denken, naja, so lala? Also es gibt einige Filme, die ich gedreht habe, wo ich denke, so lala braucht die Welt nicht. Teilweise wusste ich das schon vorher. Aber die Sachen, die ich selber gedreht habe, auf die bin ich, da gibt es immer Szenen, die würde ich anders machen. Ne? Also am meisten würde ich ändern, glaube ich, bei Der Eisbär. Dann vielleicht bei Anderthalb Ritter. In jedem Film findet man Sachen, wo man denkt, ah, das würde ich heute anders machen. Aber unterm Strich mag ich die alle. Mein Lieblingsfilm war immer Barfuß auch. Haben wir was gemeinsam. Aber ich mag auch Honig im Kopf sehr und auch Schutzengel mag ich sehr, sehr gerne. Sie haben gesagt, Sie hatten jetzt nur 39 Tage Zeit für den Dreh. War das von vornherein geplant oder nicht? Wir haben den Dreh sogar in 37 Tagen beendet. Wir hatten 40 plus 2 Reservetage und waren so gut unterwegs, dass wir 2 Tage eingespart haben. Ne? Ja, 2. Ne?
beantwortet das die Frage. Das mit den Schulferien Ihrer Tochter zusammen? Dass wir die Tage eingespart haben? Nee, das hing damit zusammen, dass wir so ein tolles Team hatten, die so perfekt zusammengearbeitet haben, dass wir einfach schneller waren als geplant. Vorher keine, doch, da ist eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wenn du Regie machst und Hauptdarsteller bist oder ein tragender Darsteller eben, wie machst du das? Schaust du dir jedes Mal den Take an oder hast du einen Co-Regisseur, wo du, der genau weiß, was du willst? Oder das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor und zerreißt dich das nicht immer? Ich habe keinen Co-Regisseur, aber ich habe ein Videorückspieler und gucke mir natürlich das immer an. Nicht nur, wenn ich selber spiele, sondern auch, wenn ich mit jemand spiele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Szene mit dem spiele, der jetzt die Großaufnahme hat und ich bin nur angeschnitten, also ein Konter oder so, dann spiele ich ja mit ihm, dann kann ich ihn dabei nicht beobachten. Deswegen muss ich auch das immer wieder kontrollieren. Und das ist nämlich, das ist zeitaufwendig, aber dadurch, dass ich nie viele Takes drehe, sondern meistens nur ein oder zwei, sei denn es geht richtig schief, dann drehe ich auch 10, ne? Das holen wir dadurch wieder auf. Und ich bin da sehr, sag ich mal, sehr objektiv, würde ich sagen. Ja. Und es gibt dann auch mal Kollegen, die sagen, ey, was hältst du davon, wenn du das so spielst und so, dann sage ich so, geh weg, ich bin der Regisseur. Nee, dann sage ich, okay, lass uns mal probieren. So, ne? Also. Es gibt noch eine Frage, die sich aufdrängt, wenn Sie in dieser Reihe zu Gast sind, nämlich die Frage, die diesen Titel auch innehat, was tut sich im deutschen Film? Und das würde mich persönlich sehr interessieren, wie Sie das einschätzen. Sie haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, hinsichtlich Komödien, aber verfolgen Sie das deutsche Filmgeschehen und wenn ja, wie würden Sie es einschätzen, bewerten, was kann man besser machen? Also ich verfolge das natürlich und ich würde sagen, um den deutschen Film ist es noch nie so gut bestellt gewesen wie jetzt im Moment in den letzten Jahren, weil wir wahnsinnig viele tolle junge Schauspieler haben, viele junge Filmemacher, die sich auch an Genrefilme ranwagen, teilweise auch erfolgreich. Das amerikanische Verleiher wieder verstärkt auch sich im deutschen Film engagieren. Die Zuschauer ein bisschen mehr Mut gefunden haben, wieder deutsche Filme zu gucken. Also es ist by far, also es ist Lichtjahre entfernt von Frankreich. Ne? Da kann man einfach nur voller Bewunderung und ich bin kein neidischer Mensch, wenn ich es wäre, voller Neid. Ne? Gucken die Bedingungen, die haben. Also wir haben jetzt, Frankreich letztes Jahr hat über 5 Filme gehabt, die über 5 Millionen Besucher hatten, französische Filme. Wenn wir das einmal alle paar Jahre haben, feiern wir das wie, ne? Das ist... Aber es tut sich was und was man besser machen könnte, ja, die Förderpolitik könnte man ändern. Also es ist, wir fördern viel zu viele Filme, die von Anfang an keine Marktchance haben. Wir verteilen das so sozialistisch auf alle Filme, jeder soll was kriegen und ich finde, wir sollten fordern, dass man wirklich, ich finde, man kann ein Drehbuch, wenn man ein Drehbuch liest, sieht man das, ob das merkt man, wenn ein Drehbuch, wenn du nach 3 Seiten so gequält bist, dann kann daraus kein Film werden, der irgendwie eine Chance hat. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt nur noch Komödien fördern sollen, aber eine Geschichte, die muss spannend sein, die kann traurig sein, die kann brutal sein, die kann lustig sein, die kann erschütternd sein, aber eine Geschichte, die dich nur quält und langweilig ist. Und das ist die Großteil der Bücher, die jedes Jahr gefördert werden. Wir fördern 180 Filme. Und von 180 Filmen schaffen es vielleicht 10 Filme über 200.000 Zuschauer zu machen. Vielleicht nochmal 10 über 50.000. Und der Rest sind einfach reine Proforma-Releases. Ne? Du kriegst Förderung nur, wenn der Film ein Kino-Release hat. Der kriegt dann so ein Proforma-Release und ist nach einer Woche weg. Und das ist eine Förderpolitik, die ganz viel Geld verschwendet. Ne? Also... Und das Geld, das kommt ja auch oft nicht auf die Leinwand, das geht in die Taschen von den Produzenten. Ne? Ja.
Und dann natürlich, aber das wäre in Deutschland nie durchführbar, so nach französischem Muster so eine Quote einzuführen. Ihr dürft nur noch 50% von eurem Popcorn-Film hierher bringen. Den Rest machen wir. Das wird aber hier nie passieren, weil wir eben nicht so eine funktionierende Kinoindustrie wie die Franzosen haben, die schon immer hatten. Und wir fangen jetzt gerade so langsam an, aber wirklich auf einem Level von so, ne? Dann würde ich sagen, wir sind sehr froh, dass wir jetzt gerade einen dieser Filme über 5,5 Millionen Zuschauer haben, nämlich sogar über 6 Millionen. 6,2. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren mit diesem wunderbaren Film. Til Schweiger, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und Rudolf Rosche. Und ich möchte gerne auch noch darauf hinweisen, wie es weitergeht. Am 2. April wird es für Margarete von Trotter mit ihrer Carte Blanche hier bei uns zu Gast sein. Und am 7. April geht es dann weiter in Was tut sich im deutschen Film? Gerd Schneider, Verfehlung. Er hat das Storyboard gemacht bei Der Rote Baron, da hat Til Schweiger mitgespielt. Das ist jetzt sein Regiedebüt um drei pädophile Priester. Es lohnt sich, da auch mal reinzuschauen. Und was ganz anderes. Kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank, dass Sie da waren. Bis dann. Tschüss. Pädophil ist nur einer.